und damit willkommen zu einer Runde Bloons Tower Defense 5. Wenn alles richtig geklappt hat, haben wir die ersten 78 Runden, beziehungsweise, ja, jetzt sind wir in Runde 79, haben wir die ersten Runden im Schnelldurchlauf gesehen. Heute will ich einfach mal probieren, wie weit können wir gehen. Ich habe alle Specials aktiviert, doppeltes Geld, Abkühlzeiten, Startleben, Startgeld und so weiter. Alles, was da so geht. Und wir sind jetzt schon in Runde 80, ich werde das erstmal noch ein bisschen laufen lassen. Wir sehen das ja schon. Ich habe jetzt schon wieder über 100.000 Gold, also beziehungsweise Dollar, die Affendollar. Habe einfach mal so ein bisschen was hier rumgebaut und sie kommen immer noch nicht weit. Wir sehen das ja, sie kommen nicht weit. Und wie weit können wir es treiben? Wie weit können wir jetzt hier kommen? Das ist natürlich die Frage. Ich weiß es nicht. So ist es natürlich ziemlich einfach. Allerdings will ich ja nicht nur bis Runde 85 kommen. Wir spielen auf Platzkonzert. Ich möchte natürlich noch viel weiter kommen als Runde 85. Ja, und dann werden wir mal sehen, was wir da noch so machen müssen. Allein schon die ganzen Plantagen, die bringen uns so viel Geld. Allerdings ist ja so bei Platzkonzert, du kannst machen, was du willst. Es gibt keine neuen Leben dabei. Also wir haben nach wie vor ein Leben, egal was ich jetzt mache. Ich kann es auch weiterlaufen lassen. Es wird sich ja nichts ändern erstmal. Ich denke mal so bis Runde, keine Ahnung, so bis Runde 100 oder so. Guckt euch mal an, wie viele Super Monkeys ich da habe. Dann noch den Klebstoffschützen, dann noch zweimal den Sauger, dann noch zwei Kanonen, die Nagelfabriken, oben die Scharfschützen, ne? Ein bisschen getarnt oben im Gebüsch. Zweimal den Heli noch und Alter. Okay, wir haben es jetzt schon mal geschafft. Das war schon mal ganz gut. Wir machen natürlich freies Spiel weiter. Aber schon mal ein bisschen in der Bredouille mit den Frames. Irgendwann ist natürlich auch der Moment gekommen, wo dann ziemlich viel Rechenleistung, ja, einfach vonnöten ist. Aber wir sind noch nicht so weit. Runde 86. Läuft alles noch so nach Plan bisher. Ich kann nicht klagen. Ich denke mal, ich lasse das mal mit dem Geld laufen, denn wir haben absolut noch kein bisschen Not, irgendwas noch auszugeben. Ich meine, was soll ich ausgeben? Ich weiß noch, wo ich die 5-Millionen-Folge hatte. Das war auch übel. Die 5-Millionen-Folge war auch übel. Dieses Mal könnte es auch wieder übel werden. Wir können ja noch was machen. Pass mal auf. Wir bauen noch eins dahin. Was ist denn nochmal Energieleuchtfeuer? Die Abkühlphasen. Nein, jetzt habe ich das Falsche gebaut. Wir müssen noch eins bauen. Okay, wir müssen noch eins bauen. Das meinte ich nämlich. Ich glaube, das war das. Okay, jetzt ist das Affendorf natürlich noch mit am Verteidigen. Das ist so krank. Wir werden noch so viel Cash einfach nur machen. Jetzt sind wir schon gleich wieder bei 600.000. Runde 89. Lassen wir mal ein paar Runden, lassen wir es noch laufen. Da werde ich auf jeden Fall mal wieder ein bisschen gleich den Fast-Forward-Modus reinkloppen für euch, damit wir dann noch ein bisschen weiterkommen. Alter, die Scharfschützen sind auch so geil. Die Nagelfabrik. Ich kann eigentlich ruhig mal alles benutzen, was ich sonst niemals benutzen würde. Auch wenn es ziemlich coole Sachen sind teilweise. Ne? Die Scharfschützen nutze ich selten, obwohl sie eigentlich sehr cool sind. Oh, da sind schon die ersten Zomks natürlich auch schon unterwegs. Also sie kommen nicht weit. Sie kommen bisher aktuell noch nicht weit. Alter, das Affendorf, das sieht so geil aus, wenn das verteidigt. Wie so ein Auge oben. Es ist sogar ein Auge. Das Auge oben. Bam, 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 mit den Laserstrahlen. Kann ich natürlich auch noch ja, die Fähigkeiten reinmachen. Nagelsturm und so weiter. Guck mal, wie schnell das abkühlt. Dadurch, dass ich dieses Special freigeschaltet habe, das ist so krass. Das ist so krass. Ich könnte das immer wieder machen. Vor allem könnte ich ja auch... Also wir können rein theoretisch... Kann ich hier Plantagen hinsetzen? Das ist ja unglaublich. So, da noch eine. Da noch eine. Und da... Ey, ich kann alles voll... Nein, passt das noch? Ja. Muss ich nur irgendwann gucken, dass der Affenbauer noch in der Nähe ist. Moment. Wir müssen mal einen Affenbauer da hinsetzen. Nämlich einen dahin und einen, na, krieg ich den noch in die Mitte da rein, irgendwo dazwischen? Es ist so krass, weil jetzt können wir die alle noch upgraden. Wir haben das Geld ja. Ich will nicht wissen, wie viel da gleich reinkommt an Cash einfach nur. Ich will das mal testen. Wir sind jetzt aber noch bei 700.000. Wir sind die alle, Alter, das habe ich noch nie gemacht so. Das eskaliert einfach mal komplett. Wieso, ey, Affenbauer, wieso kann der die unten nicht nehmen? Der hat die untere Banane gerade gar nicht genommen. Habt ihr das gesehen? Da müssen wir noch einer hinsetzen. So. Den unteren auch noch eben wegen den wertvollen Bananen. Es ist so übel. Ich bin mal gleich gespannt, echt, was ist dann mit dem Geld. Wie viel Geld wir dann so generieren können. Also es wird viel sein. Es wird einfach nur richtig viel sein. Guckt euch mal an, wie viele Plantagen wir haben. Okay, sind wir bei 700.000. Jetzt sind wir bei 700.000. Ja, mal gucken. Wir sind ja auch gerade mal erst bei Runde 93.
Das dürfen wir auch nicht vergessen. Wir sind gerade mal bei Runde 93. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, ich lasse es jetzt mal noch ein bisschen durchlaufen. Und dann melde ich mich gleich nochmal wieder, wenn wir mal gucken, wie weit wir da noch gehen können. Ich glaube so erstmal so bis Runde... Ja, bis Runde 110 oder so werden wir auf jeden Fall noch locker kommen. Mit dem, was wir jetzt haben. Denkt immer dran, ich habe nur ein Leben. Jetzt hier gerade. Also, das ist natürlich ein bisschen risky, aber ja, würde ich sagen, kurzer Cut und bis gleich. So in the blue skies, but we don't hear the thunder. Runde 109. Wir sehen da schon, sie sind schon ein bisschen weiter durch, ne? Alter, die sind schon gar nicht mal, die sind schon ganz schön weit eigentlich durchgekommen gerade. Okay, einfach die Frames einfach mal einbrechen komplett, weil das ganze Bild einfach komplett voll ist mit Zeugs. Aber ich habe jetzt mal auf diesen Fast-Forward-Modus geschaltet, quasi den hier, den ich jetzt gerade anklicke, damit das immer weiter läuft. Ihr habt ja gesehen, ich musste nichts mehr klicken, es ist einfach immer weitergelaufen. Und ich würde sagen, wir bauen ruhig noch ein bisschen was. Die Frage ist nur was. Ich muss jetzt mal eben ein bisschen langsamer schalten. Ein ganz kleines bisschen. Ich baue einfach noch ein paar von den Ninja-Affen. Die sind geil. Die sind lustig. Ich baue einfach noch ein paar davon. Ninja-Affen sind cool. Ninja-Affen sind cool. Die davon bauen wir einfach noch ein paar Stück. Ein bisschen unten, ein bisschen oben. So, zack, zack, zack. Und dann müssen wir mal gucken, ich könnte natürlich noch viel mehr bauen, wir haben noch 3 Millionen Gold, also das könnte ich natürlich alles noch verbraten. Hey, die kommen schon ein bisschen weit durch, das macht mir ein bisschen Sorgen. Das macht mir ein bisschen Sorgen, wir bauen da oben noch so ein paar zur Sicherheit hin. Ich will einfach noch so ein paar Runden gerne noch überstehen. Ich will jetzt nicht direkt schon kaputt gehen hier. Aber was heißt direkt? Direkt kaputt gehen in Runde 110, ja, ist klar. So, ein paar bauen wir aber noch dahin. Jetzt habe ich allerdings die Fähigkeit freigeschaltet, was ich eigentlich nicht wollte. Ich wollte da keine Fähigkeit machen, ich wollte den oberen Zweig nehmen. Den oberen Zweig. So, zack, zack, zack. Das passt soweit. So, das ist auch okay. Jetzt kann ich die... Ja, warte mal, diese Fähigkeiten, die wollte ich gar nicht haben. So, du noch dahin. Jetzt ist doch mal wieder ein bisschen schneller. Wir gucken, was wir sonst noch machen können. Ist hier unten noch irgendwo Platz, vielleicht für so ein Eis? Ah, ich sehe gar nichts. Doch, da ist noch, da können wir einen Eistower hinbauen. Was ist viraler Frost? Gefrorene Bloons frieren andere Bloons an. Ja, ja, ist okay. Nehmen wir alles mit. Bauen ruhig noch eine hin. Das Problem ist, ich sehe nur nichts. Ich sehe einfach nicht, wo Platz ist. Ich habe den jetzt gerade dahin gebaut, aber ich habe gar nicht gesehen, ob da überhaupt Platz ist. Alter, jetzt geht's aber schon mal richtig ab. Jetzt geht's aber einfach schon mal richtig ab. Okay, ihr wollt es ja so. Ihr wollt es ja so, meine Bloons. Okay, wir bauen noch ein bisschen was dahin. Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe null. Ich sehe nicht, wo ich was hinsetzen kann. Ich glaube, ich habe da was hingesetzt. Ich glaube, da haben wir einen platziert. Ah, da war noch was. Komm, da war doch noch Platz. Da. Sehr gut. Den will ich haben. Was ist denn der untere? Was ist denn der untere Upgrade-Zweig dabei? Okay. Ist das eine Fähigkeit? Bitte nicht. Oh, bitte lass das keine... Nein, das ist eine Fähigkeit. Alter, wenn ich jetzt alle Fähigkeiten benutzen würde ständig, dann... Alter Schwede, okay. Geil, wie geil der aussieht. Der sieht auf dem unteren Zweig sieht ja so geil aus, aber das ist... Oh, wir wollen den haben. Ich sehe nicht mal mehr meine Maus. Gescheit. So. Was fehlt uns jetzt noch? Leute, sorgt da mal, was fehlt uns noch? Den Magier, nö. Oh, der kleine Flieger. Den lassen wir mal so fliegen. Genau. Nie daneben. Zielsystem. Das klingt doch gut. Spukgestalt, was macht das denn? Fliegende Festung für den Blumenuntergang, okay. Die hört sich ganz gut an, sieht auch ganz gut aus. Ist da noch eine Fähigkeit? Nein, zum Glück nicht. Zum Glück. Okay, jetzt haben wir soweit fast alles gebaut, was wir bauen können. Eine Sache fehlt allerdings noch, ne? Es fehlt noch ein Bötchen. Ein Bötchen fehlt noch. Wo ist denn hier unser... Reicht das denn aus?
Erstmal brauchen wir dafür überhaupt noch Platz, was ich nicht. Platz, den ich. Oh, wir verlieren! Was? Nein, es ist schon vorbei gleich. Die sind gleich schon durch. Oh, das war knapp. Okay, das war knapp. Ich hätte das nicht gedacht, dass das so schnell. Dass sie mir jetzt so schnell Probleme bereiten. Okay. Alter Schwede. Okay, ich habe nicht mal mehr Platz für so ein. Für das Wasser. Das ist natürlich ärgerlich. Ja, wir können es noch ein bisschen auf die Spitze treiben. Ich meine, ich habe 3 Millionen Gold. 3 Millionen. Ich könnte hier überall. Wir müssen doch überall noch was hinsetzen, ey. Ganz ehrlich. Ich will nicht schon sofort kaputt gehen jetzt. Oh no. Will nicht schon sofort kaputt gehen. In Runde. Ich sehe gar nicht mehr, wo ich was hinsetzen kann. Das ist echt krass. Das ist wirklich übel. Wo kann ich den hier hinsetzen? Ich hab keine Ahnung, wo Platz ist. Da noch einen hin. So. Robo-Affe. Alter Schwede. Nein, 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 nein. Tempel des Affengoldes kommt jetzt hier nicht in Frage, weil dann einfach der Rest weg wäre. In der Reichweite, die er vorher hatte. Und durch das Affendorf wäre die Reichweite einfach übelst. Nein, 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 nein. So. Das passt just so weit. Ich möchte mindestens bis Runde 120. Es ist schon. Wenn wir mal überlegen, wie lange das jetzt schon gedauert hat, bis von Runde 85 bis hierhin. Da passt leider keiner mehr hin. Ja, da oben können wir noch ein paar hinsetzen. Ich meine, irgendwann ist auch einfach der Platz weg. Da könnte ich, klar, ich könnte mir noch Platz schaffen, indem ich die Affendinger da verkaufe, die Affenplantagen. So, Gott der Sonne. Gebe ich da noch hin. Zack, zack, zack. Es sind so viele jetzt. Deswegen würde ich sagen, wir lassen es ruhig noch ein bisschen, durchlaufen. Ab und zu einfach mal so eine kleine experimentelle Folge. Muss auch mal sein. Ich will auch da mal wieder ein bisschen aufnehmen mit Marble oder mit Darky. Ich will so ein bisschen Koop, ganz normal. Aber jetzt so zwischendurch mal wieder so eine kleine experimentelle Folge. Und da würde ich sagen, machen wir nur einen kleinen Cut. Gucken mal, wie weit wir kommen. Also, bis gleich. So, nochmal schnell rein, Runde 116. Ich habe gerade nochmal. Ja, ich habe nochmal vier Flug. Ne, sechs. Ne, warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs Flugzeugträger mit dem, den ich. Zerstörer. Doch, Flugzeugträger, genau. Flugzeugträger mit dem, den ich jetzt gerade gebaut habe. Es neigt sich aber so langsam tatsächlich dem Ende entgegen. Wenn man das mal so überlegt, ich habe ja, wie gesagt, noch ein paar von den Laboren, von diesen Affenplantagen verkauft, um halt Platz zu schaffen. Es ist langsam, aber sicher. Ja, nein, klar, man könnte es immer noch weiter hinauszögern, das ist klar. Ich könnte wirklich noch alle Affenplantagen verkaufen. Ich meine, wir haben 3,5 Millionen. Ich könnte überall noch was hinsetzen. Ich könnte auch überall den Tempel des Affengoldes setzen. Ich kann natürlich hier noch die ganzen Fähigkeiten benutzen. Zack, 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 zack. Das. Dann eskaliert es komplett. Dann eskaliert es einfach komplett. Dann gehen die Frames runter auf 1. Dann gehen die Frames, glaube ich, runter auf 1. Guckt euch das mal an. Das ist krass. Jetzt einfach aus 60 FPS werden dann plötzlich 15. Runde 117. Ich bin echt mal gespannt. Also, ich denke mal, wenn ich es jetzt so laufen lasse, es läuft ja eh durch. Weil ich ja den Stopp deaktiviert habe. Ja, so bis Runde 120, 21 werden wir wohl kommen. Ja, die Flugzeugträger sind schon übel. Aber es sind auch schon ein paar, sehen wir jetzt ja schon. Die kommen schon ein bisschen weiter durch. Eben kamen sie sogar noch viel weiter durch. Aufnahme läuft jetzt. Seit ich spreche, läuft die jetzt seit 35 Minuten. Vorher war ja noch Runde 1 bis. Wie weit waren wir? 78, glaube ich. Runde 1 bis 78 hatten wir ja vor. Oder 68, nee, 78, glaube ich. Das hatte ich ja quasi ohne Sprechen direkt schon mal aufgenommen. Und dann habe ich ja erst das Mikro angeschaltet. Also läuft die Aufnahme jetzt bestimmt schon eine Stunde. Ja, mal gucken, wie weit wir da noch kommen. Ja, die sind schon ganz schön am Kämpfen. Vor allem die Großen jetzt. Pass mal auf, jetzt sind sie schon um die Ecke rum. Und sie gehen natürlich, sie kommen immer weiter um die Ecke. Ja. Irgendwann neigt es sich dem Ende entgegen. Die Runde war schon übel. Die nächste wird natürlich noch schwieriger werden. Alto Belli. Das ist einfach so viel. Es ist einfach so viel Zeugs. Guckt euch alleine mal die ganzen Super Monkeys an. Dann haben wir die Affendörfer. Dann haben wir noch hier die an der Seite, die Spikes da. Wie heißen die? Moment. Ich sehe meine Maus nicht. Doch, das ist sie. Reißnagelwerfer, wir haben die Nagelfabriken, wir haben die Bumerangaffen,
das Flugzeug, wir haben die Flugzeugträger, wir haben die Hubschrauber, wir haben die Scharfschützen natürlich auch nicht zu vergessen da oben. Wir haben die Bananenplantagen. Es ist einfach fast alles da. Hier unten die Eistower haben wir noch, die Sauger, alles ist alles da. Jetzt habe ich eigentlich nur noch den Klebstoffschützen und die Kanonen vergessen und die Zauberer. Dann habe ich jetzt alles aufgezählt, was wir haben. Übel. Natürlich vollkommen außer Konkurrenz, weil wir wirklich alles aktiviert haben, weil wir es wirklich auf die Spitze treiben wollen. Runde 118. So geil, wenn man einfach gar nicht mehr sieht, wo überhaupt irgendwas ist. Na, guck mal, der Matthias an. Das ist ja Zauberei, dass der das alles so schnell berechnet. Da ist ein kleiner Zauberer drin. Ja, Matthias, genau. Da sitzt ein kleiner Affenzauberer drin, der berechnet alles und ja. Das ist ja ein Wahnsinn. Das 8., 9., 10. Weltwunder. Ich bin mal gespannt. Guck mal, sie sind doch schon da bis zur Ecke durch. Also oh, jetzt guckt euch mal die Roten an. Boah. Krass. Vor allem, sie schaffen es immer wieder noch. Das ist alles immer noch eine Runde. Das ist immer noch Runde 118. Ich weiß gar nicht, wann das mal aufhören soll. Ich habe immer so geguckt, so zwischendurch. Ich habe immer auf Rechner geguckt, aufs Spiel geguckt, weil ich so dachte, so, du willst halt das Ende nicht verpassen. Ich will das Ende unbedingt live drauf haben, aber irgendwie passiert da nichts. Irgendwie schaffen sie es dann doch immer wieder, sich noch da... Ja, schaffen sie es immer noch weiterzugehen. Also immer noch Runde 118, das kann doch gar nicht sein. Das ist exponentielles Wachstum hier bei den Mobs. Das ist Runde 119. Vor allem, wieso haben wir diesmal so wenig Geld? Wollen wir noch ein bisschen Geld holen? Ich meine, ich kaufe eh nichts mehr jetzt. Moment, meine Maus ist da. So. Das ist ja der Arbeiter. So, 25. Das bringt alles kaum Geld. Das bringt gerade mal 25.000. Wenn ich jetzt alle verkaufe, liege ich insgesamt maximal irgendwie bei 150.000 oder bei 200.000. Das bringt alles nicht viel Geld. Letztes Mal hatte ich 5 Millionen. Wie habe ich denn 5 Millionen zusammengekriegt? Krass. Gerade mal, jetzt haben wir gerade mal 4 Millionen. Und ich glaube nicht, dass wir noch sehr weit kommen. Ich weiß gar nicht, wie lange die Folge im Endeffekt dann geht. Weil ich keine Ahnung habe, wie lang das dann ist, der Zwischenraum. Wie schnell ich den schneide, also quasi wo ich dann nicht spreche. Wisst ihr Bescheid? Ja. Sind sie um die Ecke, aber immer noch nicht. Deswegen, ich mache nur mal einen kleinen Cut. Ich weiß wirklich nicht, wie lange es jetzt noch dauern wird. Ich bleibe jetzt auf jeden Fall hier in Position, um dann zu gucken, wann es soweit ist. Also, ich hoffe mal, letzter Cut und bis gleich. So, jetzt könnte es gleich tatsächlich vorbei sein. Es war gerade schon mal kurz davor, deswegen hatte ich mich jetzt gerade mal wieder so ein bisschen aufrecht hingesetzt. Jetzt. Das muss jetzt vorbei sein. Das muss jetzt, ja. 120! Runde 120! Alter! Es geht noch weiter, ich weiß, aber vielleicht wollen wir es... Könnt ihr mal gerne, lasst mal ein Like da oder so, wenn ich das nochmal wirklich auf die Spitze treiben soll, mit wie weit... In der Runde schaffen wir es. Runde 200 ist natürlich auch locker drin. Wenn du es wirklich drauf anlegst, kommt natürlich auf die Strecke an, ist klar. Aber ja, lasst mal ein Like da und dann sehen wir uns auf jeden Fall morgen wieder. Heute Abend nehme ich noch eine Runde mit Matthias auf ein bisschen Koop, Mami. Und ja, dann bis später, bis morgen. Macht's gut, guckt doch mal in die Beschreibung. Tschüss.